das war auch in dieser Szene, No-Go, Plastikverschwendung. An so ein Paketband, also eine Frischhaltefolie noch. Das finde ich halt echt heftig. Und ihr könnt zusätzlich etwas gewinnen. Moshpit Passion, you know, for the passion of the music. Herzlich willkommen hier bei Moshpit Passion auf YouTube. Ich bin der Kaio, neben mir der Marco und es ist wieder soweit. Eine neue Folge Vinylstube und ich kann euch sagen, heute mal ein anderes Thema und zwar werden wir ja über die Sinnhaftigkeit von Folienverpackungen, die ja mit einer neuen Schallplatte direkt mit inbegriffen sind. Ja, darüber werden wir ein bisschen debattieren und ihr könnt zusätzlich etwas gewinnen und zwar haben uns Head of PR schöne Longsleeves geschickt von Enforce und ihr könnt zweimal ein Longsleeve gewinnen in Größe M und zusätzlich hat Gordeon Music uns etwas geschickt und zwar von der Band Plisken, das ist so Oi-Punk würde ich sagen, oder? Ja, geht schon in die Bräuler-Ecke, Punkrock, Oi, alle. Genau, sind hier schöne Flexi-Discs für die Kamera einmal hier zum Reinzeigen und ja, jedes T-Shirt bekommt eine so eine Flexi Disc oben drauf, aber sind noch ein paar übergeblieben. Und zwar diese zwei hier. Die könnt ihr auch noch jeweils einmal gewinnen. Also insgesamt vier Pakete, was ihr dafür tun müsst und wann und wie, das erfahrt ihr später in dieser Folge. Und ja, wir fangen einfach mit unserer Eröffnungsrubrik an. Was haben wir so gehört in der letzten Zeit? Irgendwas Neues oder irgendwas Altes? Altes. Ich habe letztes Mal den Vortritt, jetzt bist du dran. Was hast du in letzter Zeit gehört? Ich habe irgendwie die Woche Thrash Metal Saison, sage ich mal, gehabt. Irgendwie, ich habe auch am Wochenende nur Thrash Metal Alben gehört. Echt? Ja, voll Bock gehabt. Manchmal habe ich das irgendwie und leg dann die alten Schinken so auf. Was heißt alten Schinken? Also Master of Puppets ist für mich irgendwie nicht das beste Album von Metallica, aber ist irgendwie ist aber für mich halt ein Mega-Album. Für mich ist White Lightning halt das Metallica-Album. Master of Puppets ist aber auch grandios. Da sind halt so geile Stücke drauf und und finde ich halt mega und ja, ist nichts Neues, aber sollte man kennen, sollte man haben, wenn man auf Metal steht. Also denke mal, jeder kennt es auch und jeder findet es auch geil. Geiles Album. Es gibt, glaube ich, so Alben, die man gehört haben muss, Master of Puppets definitiv. Mhm. Für mich ist es das Metallica-Album, aber Ride the Lightning, ja, kommt für mich kurz dahinter. Das ist eher dein Favorit? Master of Puppets, ja. Battery alleine. Ja, geht direkt nach vorne, auf jeden Fall. Aber ich meine auch Fight Fire with Fire. Auf der White Lightning. Die ist auch geil. Also Battery und Fight Fire with Fire sind für mich gleich. Ja, man merkt auf jeden Fall auf der Master Puppet, die ist halt nicht so rotzig wie Kill 'Em All und White Lightning. Man merkt hier schon deutlich, dass die Band zusammengewachsen ist und sich auch im Studio viel Zeit nimmt, wahrscheinlich. Also das vom Aufnehmen her, das ist sortierter, das Ganze. Und Ride the Lightning und Kill 'Em All ist ja eher so hau drauf, weißt du? Ja, ja. Und auf jeden Fall, die macht immer wieder Bock. Ne? Ist ja auch von der Produktion, vom Sound her mega geil. Voll. Ja, das war das, was ich gehört habe. Waren noch ein paar andere Sachen dabei, unter anderem auch Megadeth, weil gerade diese Situation da ein bisschen komisch ist bei Megadeth. Ja, was ist bei mir angekommen? Einmal natürlich, habe ich mir was in den USA wieder bestellt. Mhm. Ja, wie soll ich den Zustand der Platte beschreiben, als ich das Paket aufgemacht habe? Ich war erstmal froh, ich habe das Paket bekommen, dachte mir, oh geil, es sind keine Macken, keine Knicke, irgendwas visuell zu sehen. Jetzt kommt es nur auf die Platte drauf an. Ja, dann packe ich dieses schöne Stück hier aus. Hier. Oh. Ja, also die muss so eingepackt worden sein. Jetzt zeige ich das mal hier. Hier. Schöner Knick. Hier oben, sehr schöner Knick. Habe ich natürlich mega aufgeregt. Direkt Newberry Comics angeschrieben. Das ist so ein Comicladen, Comic-Distro, die auch Platten raushauen. Mhm. Und die machen immer nur so ganz exklusive Sachen, signierte Sachen. Und hier das Ding, also die fehlte mir tatsächlich von Mushroom Head, Savior Sorrow, die Platte. Und hier war das eine Edition von 300 Stück. Und dachte ich mir so, ja, 300 Stück limitiert. Weltweit? Bitte? Weltweit? Weltweit, genau. Mhm. Und auch farbiges Vinyl holst du dir und dann kommt das Ding in so einen Zustand an, wo ich mir denke, also
Welcher Idiot hat das da nicht gesehen? Warum macht man das? Also hast du mal geguckt, ob es andere Platten davon gibt? Also die anderen Versionen davon, die auch so aussehen irgendwo? Mal gegoogelt, weil es gibt ja wirklich so Eckenschäden, sind ja oft so ein Dauerding. Ne? Ja. Oder, da kommen wir ja gleich drauf zu sprechen, auf die Folie. Genau. Da hatte ich nämlich auch das Problem, weil die Folie einfach so spack umwickelt war, dass sowas dadurch passiert ist. Aber können wir ja gleich nochmal drüber zugehen. Das, was ich gehört habe die Woche, war tatsächlich Hellgreaser mit Symphonies of Horror. Das ist eine Best-of-Platte. Die Jungs kommen hier, ja, Raum NRW würde ich sagen. Die machen Horrorpunk. Die gibt es seit 10 Jahren ungefähr. Und die haben diverse EPs und ein Album rausgebracht. Auch Single zwischendurch und haben sie jetzt ein paar Jahre mal jetzt ausruhen lassen, gar nichts gemacht und haben dann jetzt entschlossen, hey, wir machen einfach eine neue Platte, die hat man mir zugeschickt. Da sind Mitglieder von der Death-Metal-Band Scum unter anderem drin, die kommen auch aus der Kölner Gegend und das Ding habe ich mir angemacht, dachte mir so, oh, mega geil, einfach mal komplett was anderes, schön rockig und das Tolle ist halt, hier wurden nochmal ja, Sachen, also nochmal neu remastered stellenweise, ist auch farbiges Vinyl, jede Farbe, ich glaube 4 oder 5 Stück gibt es auf 100 Stück limitiert, stellenweise schon fast vergriffen und fast ausverkauft. Okay. Ist ja auch schon mal immerhin was, was ich cool finde, hier dieses Inlay, da steht hier Special Thanks To und da kann man seinen Namen eintragen oder die Band trägt in dem Fall den Namen für einen ein. For buying this LP and supporting Hellgreaser, hope to see you at a show very soon. Ja, und dann haben die halt hier meinen Namen halt reingeschrieben, also auf jeden Fall, Jungs, wenn ihr das hier sehen solltet, vielen lieben Dank dafür. Okay. Genau, machen sie so Horrorpunk und das Ding kam tatsächlich ohne Folie bei mir an. Also ich überlege nochmal. Ja doch, das kam ohne Folie bei mir an, wo wir bei dem Thema sind. Folienverpackung bei LPs. Ne? Wir haben ja das Interview gemacht mit dem lieben Jürgen. Jürgen sagte ja, das war dann irgendwann eine Erfindung. Ende der 70er, glaube ich, war das um den Dreh. Anfang der 80er. Ja, Anfang der 80er gehe ich mal stark von aus. Das dann plattend, also genauso wie die ich gerade hier gezeigt habe, zielt angeboten wurden in Märkten. Ja. Und ja, ich frage erstmal erstmal deine Erfahrung, als du mit Plattensammeln angefangen hast und bist an einen Plattenladen gegangen. Wie war das? Waren die Sachen da auch schon zielt oder war das so wie hier, sag ich mal, mehr oder weniger offen? Also, da ich ja früher viel bei Mail-Orders persönlich wie Queen Hell oder Underdog in Köln und sowas gekauft habe, waren die alle, oder auf Shows halt, wo Leute dann ihre Platten verkaufen, waren die alle ausgepackt gewesen. Da gab es das gar nicht. Also, ich glaube, das war auch in dieser Szene No-Go, Plastikverschwendung. Mhm. Ne? Also, so da nochmal reinzupacken. Auf der anderen Seite, ich fand das dann irgendwie auch cool, wo das mir persönlich mal aufgefallen ist, dass die ja eingeschweißt noch sind. Mhm. Und dann dachte ich halt so, ja geil, die hat noch gar keiner mal auf dem Plattenspieler im Plattenladen gehört. Ja. Das fand ich dann irgendwie cool. Aber auf der anderen Seite dachte ich dann auch so, hä, es ist wieder so ja Plastikmüll. Ne? Das ist halt voll die Verschwendung irgendwie. Und komischerweise, wie du gerade mit der Mushroomhead da hast, dass die manchmal so eng zusammengepackt sind, dass dann halt das Cover schon so sich biegt. Ja. Ja, genau. Das ist ja das, was Jürgen auch gesagt hatte. Der hat ja extra diese Crossroads, die ich ja bei ihm gekauft habe, hat er ja aufgeschnitten. Ja. Aus dem Grund nicht, dass Leute das hören können, sondern dass die Platte arbeiten kann. Ja. Wenn die immer so zusammenbleibt, dass die da im Plattenregal dann sich verwellt, das Ganze. Ne? Und dass die Gefahr halt besteht, dass die Kanten verziehen. Ne? Nee. Ja, ob das sein muss, ne? Also... Ja. Es hält ja auch nichts davon ab, irgendwie, wie du jetzt schon siehst, Knicke oder die Spleen-Splits, ja, genau, dass die davon verschont sind. Nee. Es bringt eigentlich gar nichts. Ne? Also, also gerade, was du sagtest, Stichpunkt, also das Plastik, Müllverschwendung sind ja nochmal extra Kosten. Also jeder, der sich eine Platte halt ordert, kann ja nochmal auswählen, ob das foliert werden soll, ja oder nein. Es sind auch nochmal mehr Kosten, die man sich spart. Das ist umweltschädlich. Und was du sagtest mit dem Seam-Splits, wenn du jetzt die Platte... Sagen wir mal, die kriegst du vom Presswerk geliefert und sind ja alle Vinylsammler. So, ne? Wir hören das ja. Ne? Es ist so oder so, zwangsläufig so, hoffen wir mal. Du nimmst das Ding,
nimmst es aus der Verpackung raus und legst es auf deinen Plattenspieler. Ja. So, du hörst es ja, du stellst es dir ja nicht irgendwie irgendwo im Regal rein. Das ist so, ja. So. Ja. Und was ich damit sagen will, wenn es halt verschickt wird, um da keine Seam-Splits halt reinzuhauen, nimmst du das halt automatisch aus dem Cover raus und tust es nach hinten machen. So, ja. Klar, größere Labels, wenn die so einen Gatefold haben, die packen das dazwischen. Beim Single-Fold, wie gesagt, ist es ein bisschen schwierig. Mhm. Ne? Aber es ist machbar. Spart Geld. Ich weiß noch nicht, wie man da auf die Idee kam. Ob das früher vielleicht so die Idee war, weil, kennst du das noch, dass auch einfach der Händler das Preisschild draufgeknallt hat auf das Cover? Ja, ja, ja. Und da gab es ja früher echt so auch mit Föhn oder mit irgendwelchen Hilfen, mit Feuerzeug kurz mal dran, dass das sich besser löst, der Aufkleber. Selbst das hat ja manchmal nicht geholfen. Da hast du das Cover mit abgerissen. Ob das da irgendwo mal der Hintergedanke war. Ich meine, heute hast du auf jeder zweiten Platte irgendwie so einen fetten Aufkleber auf 200 limitiert. Diese Farbe, das, dann hat das Label nochmal irgendwie einen Aufkleber drauf oder sowas. Aber der Sinn, also was wir so sehen, also ob es jetzt nicht beschädigt wird, da bringt das Stück Plastik da überhaupt irgendwie nichts. Und ich finde es halt auch, das Einzige, was vielleicht da so kopfmäßig ist, vielleicht auch die Zuschauer, dass du denkst, okay, das hat noch nie jemand vorher gehört. Ne? Das ist nicht so ein Platten auf so einem Saturn oder so, die hat schon mal einer aufgemacht und hat auf den Plattenteller gelegt. Die ist halt wirklich niegelnagelneu, so ungefähr. So, weißt du, also anders kann ich mir nicht erklären. So. Und wie gesagt, zu Hause packst du die eh aus. Ja. Ne? Also für die ganzen, für die Vinyl-Vetischisten, es gibt ja nochmal solche Schutzhüllen, so, da packst du die halt rein, hast direkt eine Schutzhülle, musst dir halt keine irgendwie kaufen, die kannst du dann so im Laden hinstellen oder im Versandhandel und hast dann direkt schon eine Schutzhülle mitgeliefert in dem, also in dem Produkt, was du dann eigentlich verschickst, ne? Und wie du auch sagst, das ist halt dieses Psychologische halt, ne? Das ist komplett irgendwie einverpackt, diese Verpackung, du machst das halt auf, das ist blödest natürlich. Das hat sich jetzt so eingebürgert im Laufe der Jahre. Ne? Die Leute sind da dran, haben sich da dran gewöhnt, dass es nun mal alles foliert gibt, in Folie sealed. Aber ruft natürlich auch wieder die ganzen Sammler halt auf den Tisch, die dann für Discogs extra sagen, hier, das Ding ist original verpackt, da war noch niemand dran. Deswegen kostet die Platte so und so. Ne? Und würde man das auch dann wieder abschaffen, diese Folie, würde man auch diesen ganzen, wie nennt man das, diesen Flippers, sag ich mal, entgegentreten und sagen so, nee, die Platte, die gibt es nur genauso ohne Folie, da war niemals irgendwas drum, nur so, wenn überhaupt eine Hülle. Ja, ich habe gerade den Gedanken gehabt, ob es da wirklich irgendwie einen Grund gibt, weil angenommen, die ist jetzt eingepackt, ne, eingeschweißt und so, und die fällt so runter im Lager oder sonst was, da hat die trotzdem eine Macke weg. Ja, also da bringt die Folie ja nichts. Ja. Ne? Und selbst hier, wenn die jetzt in dieser Folie drin ist, bringt die nichts. Wenn die einmal so runterfällt, hat die einen Knick oder irgendwann so eine Stoßkante oder sowas. Deswegen wüsste ich jetzt nicht, was das bringt. Also der Einzige wirklich so, alles klar, die ist niegelnagelneu, da war noch nie einer dran. So, das kann ich mir halt irgendwie vorstellen. Aber Schutz? Ja, nee, gar null. Nicht. Nee. Und es gibt ja auch Hybridlösungen, da gibt es ja so welche, die haben eine Lasche. Das sind diese Papierdinger, die hasse ich wie die Pest, wenn du die einmal auf den Cover legst, hast du so einen schönen Streifen. Mm. Die gibt es auch. Und dann gibt es ja aber auch, sag ich mal, hochwertigere Verpackungen und Hüllen. Ja. Vielleicht sollte man da irgendwie so eine Lösung finden, weil du steckst ja eh, wenn du halt Sammler oder Liebhaber bist, die in eine Schutzhülle rein, um das Cover irgendwie zu schützen und lässt es halt nicht da drin, wie du gerade gesagt hast, ne? dann dreht sich das Cover gerade bei so dünn und billigen Aufmachung. Ja. Ich weiß nicht, was das für ein Papier ist. Ich habe das erstmal liegen lassen, weil das aktuell noch ein Streitfall ist, ob ich die zurückschicken muss oder nicht. Ich werde die eh nicht in die USA zurückschicken, aber kann ja auch daran liegen, ne? Dass das irgendwie billiges Papier ist, billige Pappe, sich dadurch halt, wie soll man sagen, dass da sowas reingekommen ist, so ein. Also ich habe das ganz oft schon gehabt. Da war zum Glück nichts dran gewesen, dass die Folie wirklich so stramm umwickelt war, so foliert war, wo die Platte wirklich schon so auf Spannung war. Ja. Ja, und da passiert halt sowas, ne, dass er sich so mitdehnt, das Ganze. Ja. Und hier siehst du ja auch, guck mal, wie eng das hier. Also,
Ich habe das auch manchmal, achso, das ist jetzt hier so eine Folie. Es gibt ja noch diese anderen Folie, wie ich die bei der Canon Corps dran habe. Die ist ein bisschen elastischer, ne? Ja, die ist ein bisschen elastischer, aber bringen tut sie ja trotzdem nicht. Das ist ja die richtige, wie so eine, an so einem Paketband, also Frischhaltefolie noch. Das finde ich halt echt heftig. Ja, ich hatte deswegen nochmal die angeschrieben und gesagt, bitte nimm das raus, ich möchte keine Seamsplits haben, ich möchte keine Seamsplits. Und dachte, nee, machen sie nicht. Und dann, wahrscheinlich haben sie schon gesehen, gedacht so, oh ja, schicken wir den mal mit, merkt der nicht, ja. Ja. Leider seid ihr an einem falschen geraten. Ich bin da sehr, sehr pingelig und hinterher. Genau. Aber wann das genau auf deine Frage nochmal zu. Nee, weiß ich nicht, wann das nochmal angefangen hat. So irgendwie. Also, wie gesagt, in der Szene, wo ich ja angefangen habe mit Platten, so, das war halt ja wirklich auf Konzerten. Da hat jeder immer irgendwie seinen Stand dabei gehabt und da hast du da durchgewühlt. Ne? Ja. Und da war sowas nicht. Ne? Nee. Gerade bei 7 Inch, ne, damit habe ich ja im Grunde angefangen, weil der ganze Kram da auf 7 Inch damals gab. Ja. Gab es das irgendwie nicht. Also nicht, dass ich wüsste, vielleicht die eine oder andere war dann mal so, aber das war ja eher so diese Mainstream-Läden, weißt du, wie Saturn, da war das dann irgendwann, glaube ich, mal so, wo der dann dir das bewusst aufgefallen ist. Mhm. Aber wann das angefangen hat, so, also in der Musikrichtung, wo ich mich bewegt habe, gab es das nicht so. Okay. Da war ja eh alles immer politisch korrekt. Ja, das stimmt. Nee, jetzt seid ihr nämlich da draußen gefragt. Schreibt uns mal unten in die Kommentare die Sinnhaftigkeit von, ja, diesen Begriff Sealed an sich und Plastik. Wollt ihr das? Braucht ihr das? Wie ist dazu eure Meinung? Wir würden das sehr, sehr gerne mit euch diskutieren. Und ach ja, ihr wollt ja noch sicherlich was gewinnen. Genau. Genau, es gibt 4 interessante Pakete. Was müsst ihr tun? Ganz einfach, und zwar dieses Video, was ihr euch hier reinzieht, das teilt ihr über Facebook. Also ihr nehmt den Link nicht von unserer Website oder besser gesagt von unserer Facebook-Seite teil. Nein, ihr nehmt diesen Link hier von dem Video und postet das bei euch auf eurem Facebook-Profil. Davon macht ihr ganz einfach einen Screenshot, schickt es an gewinnspiel@moshpitpassion.de. Das Ganze läuft eine Woche lang und dann ziehen wir den oder die Gewinnerinnen sozusagen und dann kriegt ihr das zugeschickt. Und ja, genau. Das war es auch hier von unserer Seite, von dieser kleinen Thematik. Wir hoffen, wir sehen euch beim nächsten Mal wieder. Lasst uns noch ein schönes Abo da, einen Daumen nach oben, aktiviert die Glocke, ganz, ganz wichtig. Den lieben Marco auf Instagram auch immer fleißig supporten. Die ganzen Links dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin und ciao, ciao. Ciao. Moshpit Passion, you know, for the passion of the music.